die Zeit 1983 bis 1993, hat Ai Weiwei in New York gelebt. Er war Mitte 20, also 1983 aus dieser Kulturwüste Peking nach New York kam und sagte einmal, er hat keine Galerieausstellung verpasst. Also 10 Jahre lang holte er alles das nach, was er in Peking nicht studieren konnte. Er studierte auch Kunst bei Sean Scully für eine Weile und er schlägt sich durch mit Tagesgeschäften und Zeitungsaustragen und allen möglichen Gelegenheitsarbeiten. Irgendwo spielt er auch mal Blackjack. Aber alles fotografiert er. Ich meine, 10.000 Fotos in 10 Jahren heißt 1.000 pro Jahr. Und das ist eine gewaltige Menge. Und irgendwie ist diese Kiste mit den Fotos dann in Vergessenheit geraten. Und erst 2007, 2008 hat man sie wieder ausgepackt und reingeschaut und daraus diese Ausstellung gemacht. Man kann nicht so eine richtige Linie, von einer richtigen Linie in diesen Auswahl der Fotografien sprechen. Es sind eher so drei Gruppen. Und die eine Gruppe beschäftigt sich mit ihm selber, also er inszeniert sich. Da spürt man schon die Anfänge der Konzeptkunst. Die zweite Gruppe, das sind Aufnahmen von chinesischen Künstlerfreunden. Ganz viele, die später sehr, sehr berühmt worden sind, hier zu sehen, wie Chen Kai-ge, der Filmemacher, oder Bei Dao, der immer mal wieder als Literaturnobelpreisträger genannt wird, Tan Dun, der Komponist, und Xu Bing, der Künstler, also alle, die sieht man auf diesen Fotos. Eine dritte Gruppe von Bildern, die sich mit New York selbst beschäftigt. Es gibt keine Schickimicki-Aufnahmen, keine Architektur, sondern der Shopkeeper oder ein Lebensmittelgeschäft oder eine Demonstration oder ein Obdachloser. Also er taucht so richtig in das Leben der Menschen in New York ein. Und man spürt dieses Mitgefühl, diese Compassion in diesen Fotos, was ja später auch für ihn, für seine Arbeit in China sehr wichtig sein sollte.